haben die Haustür aufgebrochen und haben dieses normale Schutzblech hochgehebelt und dann war schon auf. Obwohl, wir haben zweimal versperrt, aber es war zu einfach. An dem Schrank, der war dann auf, da haben sie alles rausgegruscht und da haben sie ein bisschen Geld gefunden, so in etwa 300 Euro. Im Schlafzimmer, da war der Schmuckkasten, der war total ausgeräumt, offen und leer da. Bargeld und Schmuck im Wert von 10.000 Euro haben die Einbrecher hier erbeutet. Sie kamen, als das Rentner-Ehepaar Gundi und Hans Stierand im Urlaub war. Seitdem fühlen sich die Stierands im eigenen Haus in Erlangen nicht mehr sicher. Seit dem Einbruch sind wir nicht mehr ruhig, sind wir einfach immer angespannt. Also abschalten können wir in dem Bereich nicht mehr. Ich habe immer Angst und ich träume nachts. Mich verfolgt immer jemand, dann schreie ich Hilfe. Bin auch schon aus dem Bett gefallen, weil mich jemand verfolgt hat. Und ich habe immer Angst. Wer die Täter in Erlangen waren, konnte anhand dieser Uhr festgestellt werden. Die Polizei in München fand sie im Auto einer georgischen Bande wieder, versteckt in einer Herrensocke. Der Rest der Beute aber tauchte nicht wieder auf. Das Verfahren gegen die Täter musste eingestellt werden, weil sie verschwunden waren. Bundesweit stoßen Ermittler immer häufiger auf georgische Banden. Wir sind unterwegs mit der Sonderermittlungsgruppe EK Casa im Märkischen Kreis im Sauerland. Oder ist das ein Einfamilienhaus? Die Ermittler rund um Thomas Werner warnen die Anwohner vor osteuropäischen Einbrecherbanden. Denn die würden deutliche Spuren im Märkischen Kreis hinterlassen. Ja, wir lagen vor 5 Jahren noch bei ca. 600 Einbrüchen im Jahr, also Wohnungseinbrüchen. Und diese Zahl ist jetzt deutlich über 900 gegangen und das ist einfach zu viel. Vor einiger Zeit haben die Ermittler eine georgische Bande ausfindig gemacht, die sich als Flüchtlinge getarnt hatte, um die Wartezeit des Asylverfahrens für Einbrüche zu nutzen. Das war eine Gruppe hauptsächlich mehr männliche Täter, die hier eingereist waren und die Infrastruktur, sagen wir mal, der Asylbewerberheime genutzt haben, um dann da Bekannte aufzusuchen und dann sich Tipps geben zu lassen und so weiter und so fort. Das ging teilweise von Bremen bis nach Frankreich. Über 9 Monate dauert das Asylverfahren bei Georgiern im Durchschnitt. Dabei werden am Ende nur 0,3% anerkannt. Wir treffen Michael Nagel. Er leitet das Referat Organisierte Kriminalität im BKA. Er erzählt uns, dass bundesweit Ermittler zum gleichen Ergebnis kommen. Georgische Kriminelle reisen vermehrt als Flüchtlinge ein, stellen einen Asylantrag, um während der Asylprüfungszeit auf Diebestour zu gehen. Wir haben im Asylantragsverfahren seit 2011 eine Versechsfachung der georgischen Asylantragsteller. Wir haben gleichzeitig eine Reduzierung der Anerkennungsquote auf nahezu null. Und wir haben explodierende Zahlen im Eigentumskriminalitätsbereich zwischen 50 und über 100% von einem auf das andere Jahr georgische Tatverdächtige. Und da liegt ganz einfach die Annahme nahe, dass gezieltes Asylverfahren genutzt wird, um hier Diebeszüge in Deutschland durchzuführen. Wir bekommen vom BKA exklusiv Zahlen, die das Problem verdeutlichen. 2014 entstand durch georgische Banden ein volkswirtschaftlicher Schaden von geschätzt 370 Millionen Euro. Außerdem gab es 2014 im Vergleich zum Vorjahr fast eine Verdopplung an georgischen Tatverdächtigen auf insgesamt 4.000 Personen. Wer steckt hinter den Banden? Im Internet finden wir eine Seite der Diebe im Gesetz. Zu dieser Organisation sollen die meisten der georgischen Banden gehören. Auf der Seite prahlen die Täter mit ihren Straftaten. Sie sind eine klar durchstrukturierte mafiöse Bande, die es schon seit der Stalinzeit gibt. Oben stehen die Diebe im Gesetz als sogenannte Autoritäten. Dann gibt es die Statthalterebene, die wiederum regionale Beauftragte der Diebe im Gesetz sind. Und darunter die ausführende Ebene, die nennt sich Brigadiere bzw. Soldaten. Das sind diejenigen, die tatsächlich die Straftaten dann organisiert begehen. Zurück zur Sonderermittlungskommission EK Casa im Märkischen Kreis. Mittlerweile ist es hell geworden. Die Ermittler durchsuchen eine Gruppe von Personen, die ihnen verdächtig vorkommt. Was da drin? Guck da mal rein. Do you speak English? Nach kurzer Zeit Entwarnung. Es sind Rumänen, die betteln wollten. Einbrüche haben sie wohl nicht begangen. Es ist schwer, den georgischen Banden auf die Schliche zu kommen, erzählt uns Michael Nagel vom BKA. Um die Täter besser in den Griff zu kriegen, müsste die Dauer des Asylverfahrens für Georgier dringend verkürzt werden. Ein georgischer Tatverdächtiger hat hier mindestens ein Jahr Zeit,
seine Delikte, seine Diebstähle, seine Wohnungseinbrüche zu begehen. Jede Verkürzung wäre aus unserer Sicht hilfreich, um einfach die Möglichkeiten für diese organisierten Diebesbande zu reduzieren. Was sagt der Bundesinnenminister dazu? Schriftlich heißt es, man arbeite an einer Beschleunigung der georgischen Verfahren. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge werde personell weiter aufgestockt. Ja, ich melde mich, okay. Thomas Werner kämpft gegen eine fast täglich wachsende Zahl von gut organisierten Tätern. Kriminelle, unter denen nicht nur deutsche Einbruchsopfer leiden. Sie bringen auch das Asylrecht in Verruf, das für andere Flüchtlinge lebensnotwendig ist. Um mögliche Missverständnisse zu vermeiden, nein, dieser Film taugt nicht als Argument, um jetzt eine weitere Verschärfung des Asylrechts zu fordern. Aber dass die Dauer von Asylverfahren derart lange dauert, dass Kriminelle in dieser Zeit munter auf Beutezug gehen können, das ist ein Missstand, der abgestellt werden muss.